Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Ja, wir sind immer noch am Rumschiften und ja, mal gucken, wo wir diesmal alles so hinschiften. Ja, ich habe eine Tasse für dich. Ich will nur noch hier raus. Hat er meine Tasse kaputt getreten? Also, stimmt mit dir nicht. Was will denn das nur? Fuck. Da lag aber bei dem anderen eine andere Waffe drin. Hallo. Na, nichts dazu zu sagen. Dass ich auf einmal hier bin. Nein. Was? Oh, du bist's. Das hier ist mein abgesperrtes Büro. So viel zu meinen Sicherheitsmaßnahmen. Ja, funktioniert nicht so gut, wa? Ich will zum Herstellungslabor, verdammte Scheiße. Schlicht, das scheint in letzter Zeit öfters zu passieren. Mach doch bitte einfach die Tür auf. Klar. Den Flur entlang und die Treppe neben dem Atrium hoch. Hier, ich mache die Tür für dich auf. Erledigt. Kann ich sonst noch was tun? Gibt es auf diesem Planeten heimische Skorpione? Was kannst du mir über die Forschungsebene sagen? Laut Direktorin ist diese Forschungsebene abgeriegelt. Genau, seit dem Unfall. Wir können uns nicht mit dem Kontrollsystem verbinden, um es außer Kraft zu setzen. Das Sicherheitssystem ist sehr empfindlich. Kameras identifizieren alle, die nicht in der Datenbank stehen, geben Alarm und dann bricht die Hölle los. Kannst du mir was über die heimischen Skorpione sagen? Ja, die Kataxi. Üble Viecher. Das Forschungsteam war auf sie gestoßen. Du kannst dir gerne die alten Protokolle durchlesen. Hier, ich schalte das Terminal für dich frei. Ich brauche etwas, mit dem ich die Kataxis in ein anderes Universum bekämpfen kann. Gib dir mir deine geile Waffe. Die Kataxi im anderen Universum. Echt irre. Ich hab da was Experimentelles, das einer der Techniker gebastelt hat. Aber... Rück raus damit sofort. Es gibt sicher einen Weg, wie das hier zu reden. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Ja, das hoffe ich. Ich bleib hier, bis du mir gibst, was ich will. Nein, jetzt beweg dich. Schön, dass du endlich realisierst, was du mir... einfach geben kannst. Rück raus. Das ist ja unfreundlicher. Typisch. Da will man mal nett sein und wird sofort wie ein Weichei behandelt. Verstehe. Ich will die ganze Sache auch nicht schwierig machen. Ich möchte dir ja helfen, aber... Mir fällt bestimmt eine Lösung. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich hab doch... Tut mir leid. Ich muss es behalten. Für den Fall der Fälle.
Mal gucken, was nochmal. Verdammt! Größer, ähnlich, als man denkt. Es gibt einen Teilchenbeschleuniger, einen Laborkomplex, das Hochenergieforschungslabor. Echtes State of the Art. Keine Ahnung, was das meiste davon überhaupt macht. Das waren alles unfreundliche Antworten. Was hätte ich denn machen sollen? Ja, genau. Viel Spaß beim Durchlesen. Dankeschön. Tschüss. Und weg bin ich wieder. Hey. Guck, da bin ich. Hast du mich vermisst? Hier bin ich hergekommen. Hier wollte ich rein. Willst du mich verarschen? Kann ich noch etwas für dich tun? Tut mir leid. Manu. Also wenn ich falsch abbiege, war's das. Dann bin ich wieder zurück. Habe ich verstanden. Hallo. Ja, ich gehe ja schon. Ich hätte schon gerne die Knarre gehabt, die da gelegen hat. Wer steht denn da in der Ecke? Oh, was, ich war hier nur ein Bübschen. Hast du was an? Nee. Ist nicht feuer. Ähnlichst wie eine Pumpgun hier, das Ding. Okay. Autsch. Halluzinogene. So was macht das. Hi. Brauche das für später, um den Kern zu machen, retten. Na, weg, tschüss. Hä? Bin ja wieder hier. Hat der ganz schon gebracht. Bin ich wieder. Sag bloß, du hast dich im Flur verlaufen. Ja, ja. Ich war im anderen Universum blockiert. Ach,
Also gut, das ist die Steuereinheit der Sonde. Die meisten dieser Steuerelemente reagieren nicht. Ich werde ganz vorsichtig das einstellen, was ich kann. Es ist unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Pass auf und sei auf alles gefasst. Ich passe zunächst die Energiezufuhr des Elektronenstrahls an. Wir sind bei 93 Teravolt. Kalibriere auf 95, 97, 100. Ach, nichts. Dann mal andersrum. 91, 89. Was zum... Okay, okay. Das sieht sicher aus, aber was um alles in der Welt? Nicht, bleib hier. Bleib nicht, gib. Nein, nein, tu's nicht. Tu's nicht. Ich schau schon mal meine Knarre aus. Mikroverzerrung. Das Flussmuster entspricht der Verzerrung im Labor. Diese Einstellung macht sie nur irgendwie sichtbar. Geh bitte in die Verzerrung. Warum? Ist das ungefährlich? Keine Ahnung. Sehr gut. Nach dir. Was immer hier passiert, es hat keine Auswirkungen auf mich. Ach, verdammt. Wenn du die ganze Sache abblasen willst, gut. Ansonsten, geh ins Feld. Jawohl, Chef. Howdy. Hi. Verdammt. Ach, Mann. Und tschüss. Nein, warte. Da ist eine leichte Veränderung des Musters. Eine Art Resonanz. Sehr schön. Also gut, bleib da. Ich drehe die Zufuhr kurz wieder auf. Kalibriere auf 90, 91. Ups. Manu. Da drüben war es so schön. Nimm ich mal mit. Und dann mal wieder. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Nee. Hat alles geklappt. Also, bei der niedrigeren Einstellung zeigen sich die Verzerrungen. Bei der höheren shiftest du. Klingt vielversprechend. Bleib bei der niedrigeren Einstellung, bis du shiften willst. Dann solltest du weitere Unfälle vermeiden können. Ich würde dir ja meine Steuereinheit geben, aber du hast wohl schon eine aus dem anderen Universum. Das würde ich mir zu gerne ansehen, wenn alles vorbei ist. Das willst du nicht. Willst du noch was anderes testen? Ich? Nein. Wir wissen immer noch zu wenig. Wenn wir etwas gefunden haben, das funktioniert, sollten wir unser Glück nicht strapazieren. Du solltest vielleicht Shiften üben, damit es zuverlässig funktioniert. In der Nähe der Verzerrung könnte alles etwas instabiler sein, wenn das überhaupt möglich ist. Okay. Sag mir einfach, was ich tun muss. Na gut, Zeit, dass ich rauskomme. Okay. Wenn du es zur Forschungsebene schaffst, musst du dich auf den Weg zum Hochenergieforschungslabor machen. Deaktiviere die Sperren und löse die Notabschaltung aus, um die Sonde zu stoppen. Das sollte dem Ganzen endlich ein Ende setzen. Oh, und bevor du gehst, wollte die Direktorin noch mit dir sprechen. Es ist wirklich nur den Flur runter. Ich versuch's. Ah, okay. Ich kann jetzt so oft shiften, wie ich das möchte. In jedem einzelnen... Okay. Hallo, du wolltest mit mir reden. Was war's denn? Also, alles klar? Wenn du Vorräte brauchst, würde ich Dr. Barakova versorgen. Nach allem, was wir dir zugemutet haben, ist das das Mindeste. Bevor du gehst, sollten wir... noch eine Sache besprechen. Wenn die
dieses Experiment die Ursache für dein Shiften ist, hört es auf, wenn du es beendest. Was passiert dann? Mit dir und mit uns? Ja, das ist Schrödingers Kiste. Zwei mögliche Zustände. Ihr sterbt alle oder ihr seid alle am Leben. Und der andere stirbt. Sagst du es mir? Das kann man nicht wissen, ja? Das ist halt. Ich werde da festsitzen, wo ich bin. Ja, das könnte passieren. Genau. Und wenn du das Experiment beendest, wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zusammenbrechen. Du bist in diesem System der außenstehende Beobachter. Die Realität, in der du dich dann aufhältst, wird real. Zumindest für dich und dein Universum. Die Frage ist, welche wirst du wählen? Keine Ahnung. Ich wähle eure, dieses Universum. Ich wähle Raphael sein Universum. Er braucht meine Hilfe mehr. Darf ich dir eine Frage stellen? Natürlich. Was ist mit dem anderen Universum passieren? Was wird mit dem anderen Universum passieren? Das weiß doch keiner. Was ist mit allem, was außerhalb von Nashina ist? Nichts wird sich verändern. Das ist unmöglich. Wenn das Universum anders wäre, könntest du hier nicht diese Wahl treffen. Du entscheidest, was in deinem Universum passiert sein wird. Dem Universum, das dich so weit brachte. Okay. Was denkst du, was ich tun sollte? Geht es nicht anders? Nicht, dass ich wüsste. Schade. Was wird mit dem anderen Universum passieren? Ich weiß es nicht. Kann man das überhaupt wissen? Es könnte aufhören zu existieren. Es wird eine Möglichkeit gewesen sein, nicht die Realität. Wir oder Raphael sind wirklich schon seit Monaten tot. Oder es bleibt real, nur nicht in deinem Universum. Oder vielleicht entscheidest du dich im Quantensinn für beide und beide werden real sein. Willkommen in der Quantenmechanik. Sehr gut. Hast du dich entschieden? Keine Ahnung. Müsste ich zwischen mir und Raphael entscheiden, würde ich dich bitten, ihn zu retten. Doch als Direktorin dieser Station bin ich für mein Personal verantwortlich. 30 Leute. Leute mit Familien, Karrieren und einer Zukunft. In diesem Universum. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Aber wenn es soweit ist, denk bitte an sie. Aber jetzt musst du los. Ohne das Netzwerk können wir das Sicherheitssystem auf der Forschungsebene nicht abschalten. Sei also auf Widerstand gefasst und sei vorsichtig. Ethan, gib bitte die Aufzugshalle frei. Ma'am, die Forschungsebene ist noch abgeriegelt. Das weiß ich. Okay, erledigt. Viel Glück, das war ein faszinierender Tag. Ja, das ist richtig. Scheiße, Mann. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Aber jetzt shifte ich nicht mehr unfreiwillig, oder? Jetzt shifte ich nur noch dann, wenn ich möchte. Ja, was? Sorry. Das ist alles gerade etwas viel. Ja, alles gut. Alltäglich. Für mich. Ganz alltäglich. Ich mach das ständig. Tatjana Barakova, Ärztin der Station. Dies ist keine öffentliche medizinische Einrichtung, aber ich wurde angewiesen, dir trotzdem zu helfen. Ich habe ein paar Medipacks übrig. Ansonsten bin ich weder Therapeutin, noch Psychologin oder Kosmetikerin. In allen anderen Dingen kann ich dir vielleicht helfen. Okay, danke schön. Tagebuch geben. Ich finde, du solltest das hier sehen. Mein Tagebuch? Warst du in meinem Quartier?
Für wen hältst du dich? Die Direktorin hat dir zwar Zugang zur Station gewährt, aber ich... Warte. Was soll das? Dieser Eintrag ist von mir, aber... Ich habe ihn nicht geschrieben. Die Brandspuren... Oh Gott. Jetzt glaubst du mir, wa? Eine Entschuldigung wäre angebracht. Hm? Kannst du mal kommen? Ich dachte mir, dass du vielleicht das haben möchtest. Ja, danke sehr. Ah, ich gebe dir noch ein paar mehr Vorräte und werde dir auch sonst weiterhelfen. Oh, danke schön. Was hast du für ein Problem? Ja? Ich brauche Hilfe, Doc. Nö. Was ist dir denn zugestoßen? Ich schau's mir an. Ach so, ja, natürlich. Schon gut. Okay. Tschüssi. Ich höre irgendwas summen hier. Ich höre Summe, aber ich sehe es nicht. Ah, da drinnen können wir. Kein Diebstahl. Guck mir das nur aus. Ich sterbe die alle bald. Was? Mist? Ich muss so einen scheiß Spind aufmachen. So. Wo denn hier hin? Es ist ja schon da. Den da. Willst du mich verarschen? Was ist denn hier drinne, dass das abgeriegelt sein muss? Dafür habe ich das jetzt gemacht. Hab ich doch. Sonst bin ich halt richtig zu hier. Scheiß Alkoholiker. Tschüss. Interessant. Na, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Wo müssen wir hin? Wir müssen da drüben irgendwo hin. Okay, da kommen wir nicht. Zumindest nicht von hier. Okay. Interessant ist das alles. Ja. Oha.
kann mich jetzt... Ich bin der Gute, ne? So, zeig mal hier, was das hier Schönes drin. Überhaupt nicht gelohnt. Naja, egal. Gut. Dann würde ich sagen... sehen wir dann in der nächsten Folge, wie wir da über hin und her kommen und ob wir hier denen helfen können und wen wir retten von den ganzen Leuten. Ob wir jetzt nur ihn hier retten oder er der Einzige ist, der stirbt. Und dafür die anderen alle gerettet werden. Mal gucken, wofür wir uns entscheiden oder wofür ich mich entscheide. So, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gonrock. Bye bye. Ja.